In jedem GTA-Teil gibt es sie. Die Bösewichte, die es immer wieder auf euch absehen, oder Freunde, welche sich am Ende als Verräter entpuppen. Im heutigen Video seht ihr meine Top 5 der Antagonisten aus der GTA-Reihe. Bleibt also unbedingt bis zum Ende am Start. Yo Leute, hier ist euer Bashix und heute wird es böse. Ja gut, so böse nun auch wieder nicht, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Den Vorschlag für das heutige Video hat der liebe Dorian gebracht. Er hat geschrieben: Mein Vorschlag fürs nächste Top 5 wäre ein Top 5 Verrate in GTA-Spielen, falls es geht. Sehr, sehr geiler Vorschlag wieder einmal und ich habe dies gleich auf meine Top 5 Antagonisten erweitert, weil dies ja meist im Zusammenhang eines Verrats einhergegangen ist. Falls ihr im Übrigen auch mitentscheiden wollt, was im nächsten Video das Thema sein soll, dann schaut doch einmal in die Videobeschreibung und schreibt mir in die Kommentare euren Vorschlag. Was ihr natürlich unbedingt machen solltet, ist den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um auch ja kein Video von mir zu verpassen. Nun geht es aber mal los mit den Schurken in den GTA-Teilen. Viel Spaß beim Anschauen. Nummer 5. Catalina. Catalina ist einer der Antagonisten, bei der man gleich sieht, dass sie ein feindlicher Charakter ist. Noch vor der Handlung in GTA 3 lernt sie Cloud kennen, den sie auch in GTA San Andreas vorstellt. In GTA 3 verrät sie ihn aber und schießt in der Intro-Szene auf ihn. Mit Cloud haben wir dann im Spielverlauf immer mal wieder mit ihr zu tun und am Ende nimmt dann alles auch sein Ende. Catalina ist wirklich eine richtige Psychotante, wenn ihr mich fragt, was man auch in den Missionen von GTA San Andreas gemerkt hat. Für mich steigt sie damit auf Platz 5 im Ranking. Nummer 4. Dmitri Raskolov. Dmitri Raskolov ist der Hauptantagonist in GTA 4 und wird als klassischer Schurke aufgebaut, der nichts auf Moral oder Verträge gibt. Er beauftragt Nico mit der Tötung von Mikhail Faustin und verrät Nico auch anschließend. Er hat nur seine eigenen Vorteile, die er herausschlagen kann im Kopf und manipuliert andere mit seinem falschen Charakter. Zum Glück endet dies dann mit einem Rachefeldzug an der Freudenstatue. Für mich ist Dmitri ein verdienter Platz 4. Nummer 3. Devin Reston. Devin Reston stellt einen Antagonist aus GTA 5 dar. Er zählt zu den reichsten Männern in San Andreas, der mit seinem Einfluss denkt, er kann nahezu alles machen und wird nicht dafür belangt. Während der Handlung entführt er sogar die Familie von Michael und stellt Franklin vor die Wahl, Trevor oder Michael zu töten. In der Mission, die dritte Alternative, können wir jedoch zurückschlagen und ihm in einer wunderschönen Sequenz den Gar ausmachen. Mit seinem arroganten Stil hat er es meiner Meinung nach auch nicht anders verdient und landet auf Platz 2 meiner heutigen Liste. Nummer 2. Big Smoke. Big Smoke ist mein liebster Charakter, aber auch einer der übelsten Antagonisten. Im Spiel gibt es immer mal wieder Anzeichen davon, dass er ein Verräter ist. Schlussendlich wird alles aufgedeckt. Die Wendung macht aber Big Smoke selbst. Er wollte einfach den Traum vieler Straßengangster leben und reich werden. Bei seiner Todessequenz bereut er auch seine Taten gegenüber CJ. Ich fand diese Szene auf jeden Fall ziemlich ehrlich von ihm. Natürlich hat dies aber gleich weitergeleitet zu meinem persönlich besten Antagonisten, der wesentlich kaltherziger ist. Nummer 1. Frank Tenpenny. Wir lernen den korrupten Polizist gleich zu Anfang in GTA San Andreas kennen. Man merkt gleich, dass er ein Auge auf CJ geworfen hat und ihn einschüchtert. Er schüchtert sämtliche Banden ein und hat dabei die Macht des Gesetzes hinter sich, was ihm sehr stark in seiner Handlung macht. Am Ende des Spiels kommt das Karma aber zurück und Tenpenny stirbt genau auf der Grove Street. Der Charakter hat für mich immer wieder für Faszination gesorgt und mit dem Synchronsprecher Samuel L. Jackson hat der Charakter ein edles Flair erreicht. Für mich hat dieser definitiv den ersten Platz sicher.
Leute, und das waren sie auch schon, meine Top 5 Antagonisten. Wie würde eure Auflistung denn aussehen? Schreibt es mir doch gern mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns natürlich im nächsten wieder. Bis dahin macht's gut und euch einen schönen Tag. Ciao, euer Bashix.